Ja? Geh mal kurz ein Stück nach vorne, bitte. Warte. Er hat's gerade probiert. So? Sehen wir da hinten? Wie ich die Frage gestellt habe, sehen wir da hinten, hat von da weg gesagt, hör auf. Hör auf. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe das ja aufgehört. Irgendwer hat zu mir gesagt, hör auf damit. Also quasi nicht reden oder so. Ja. Aber ich höre es dann auf. Ich kann dann aufhören. Das ist das Ding. Wenn irgendwer reden möchte, ich habe das im Radio. Das Radio geht durch alle Radiofrequenzen durch und mit dem kann man dann mit Seelen oder so sprechen, ja? Alles klar? Und ja, durch das hört man das Ganze, ja? Servus, hallo. Wer hat zu mir hier aufgesagt? Warum hast du es gesagt? Was machst du mit Uruka? Ich hab alles verstanden. Ich hab Portal verstanden. Achso, Portal. Nennst du ein Portal damit? Wenn es das ein Portal oder so offen ist oder so? Irgendwas mit jetzt. Jetzt habe ich gehört, ja. Also ist jetzt gerade ein Portal offen? Da hat sich gerade irgendwer sehr ängstlich angehört. Wer ist denn das? Wer bist denn du? Ich hab grad das gleiche auf der von dir von da gehört. Das gleiche auf das Papier durch. Warum soll ich aufhören? Sollen wir Angst haben oder so? Wem soll das? Ja, ich komm schnell los, ich geh schauen, ne? Habt ihr Angst? Habt ihr Angst, ja oder nein? Ja oder nein, Angst, ja oder nein? Ja? Wegen was? Wegen was? Irgendwas geht an euch weiter? Was geht an euch weiter? Vor was habt ihr Angst? Sagt es mir. Also ich hab's gehört, ich weiß nicht, ob was in der Kamerakarte oder so. Aber es geht doch noch im Raum, wie in der Wesenheit, ne? Was? Wenn ich jetzt es richtig verstanden habe, hab ich mal nachgehört. Achso, warte mal. Heißt du Derek oder was? In Wirklichkeit? Ja, und also deinen richtigen Namen willst du aber nicht sagen, oder?
Okay. Dann sage ich den Schreib. Ja, schreib mir dann einmal den richtigen Namen, dann schau ich. Aber ich habe gerade meinen Namen gehört. Ja, alles klar, ja. Ich habe meinen Namen durch das Ding ja schon sehr aufgehört, ja. Aber hab's rausgeschnitten, sagen wir mal so. Wenn es keiner was angeht, ja. Ich möchte keine Bindung hier aufbauen. Ich. Meine Familie auch nicht. Genauso wie ich auch keine Bindung bin, genauso wie meine Familie auch nicht. Bitte respektieren Sie das, beziehungsweise respektiere das bitte. Ja. Respektiere das. Bitte schön. Bitte danke. Aber ich bin gerade ehrlich, nein. Hm? Voll, der bei mir die ganze Zeit war und zu dir rübergegangen ist. Ja. Wesen. Ich fühle mich gerade leichter. Ich fühle mich richtig leicht. Ja, sicher. Das schon. Und auch nicht mehr schlapp. Ja, es ist halt, es wechselt hin und her, das ist das Ding, ja. Aber was der ist. Aber jetzt gerade richtig. Ja, derzeit geht's eigentlich. Jetzt geht's eigentlich gerade, ja. Fühle mich auch nicht so schlecht oder so, das geht nicht. Also, danke für das, ja? Für das Sehen. Noch einmal. Tschüss. Es ist ein alter alter sehr guter Freund von mir gewesen, der ist aber schon seit über 20 Jahren eigentlich verstorben. Er hat nur gesagt, er geht ganz leise Stimme. Dann hat sich das von selbst erledigt. Aber das ist geil. Geil. Auf jeden Fall. Irgendeine Seele, die was da ist, kann sich gerne melden mit den Taschenlampen oder wie auch immer, ne? Alles klar. Kannst auch gerne die Bilder einschalten oder wie auch immer, ne? Kannst dich da komplett austoben, alles klar, ja? Kann sich jeder da. Nicht jeder, nur sie. Schau. Ja, ich hab gewusst, der kommt von dir rüber. Ich hab's gewusst. Ich bin mir nur nicht sicher, weil ich jetzt gerade nicht Seele gesagt habe, sondern. Jeder. Und das ist ein Fehler. Aha. Das ist ein Fehler. Warte mal. Bist du die Seele vom Derek? Die was vom Derek kommt? Okay? Ja. Warte. Brauchst du Hilfe, ins Jenseits zu kommen? Wenn ja, schalt nochmal die Taschenlampe ein. Oder möchtest du dich einfach nur unterhalten mit uns? Unterhalten? Okay. Okay. Alles klar. Über was willst du reden? Über die guten Sachen vom Leben? Über die schönen Sachen vom Leben? Was dir so schönes widerfahren ist, dann schau die Taschenlampe aus. Von uns gegangen bist. Okay. Ich habe gehört, ich bin geflogen? Was? Ich weiß nicht, das habe ich verstanden. Keine Ahnung warum. Aber wie. Ich habe verstanden, er ist geflogen. Keine Ahnung. Was wir. Was? Stimmt es? Es stimmt zum Teil, ja, aber genau möchte ich dann auch nicht sagen, aus Respekt vor ihm, was genau passiert ist. Also willst du nicht drüber reden, natürlich, oder? Was so quasi ja. Passiert ist, oder? Stimmt das? Dann schau dir das noch aus, wenn du nicht drüber reden möchtest. Geht es dir gut, wo du gerade bist? Ich habe es sehr gut gehört. Das Ding ist halt nur. Und ich sag's dir ganz ehrlich, und es tut mir leid, das zu sagen, aber du sprichst gerade nicht mit deinem Freund. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil er manipuliert die Taschenlampe so, dass das eigentlich keine Seele sein kann. Tut mir leid, aber das glaube ich nicht. Tut mir leid, dich das zu fragen, aber bist du. Eine Wesenheit? Sag's, Leute, ich
bin mir ziemlich sicher, mein Gefühl sagt mir das immer wieder, deswegen. Bist du eine Wesenheit? Das ist nicht dein Freund. Das glaube ich nicht, aus irgendeinem Grund. Wer ist das? Ich habe ja gesagt, jeder vorhin, und das ist das Problem. Deswegen, du hast mit deinem Freund geredet, aber das Ding ist, das ist nicht dein Freund. Das glaube ich nicht. Weil das Gefühl in meinem Raum ist nicht sehr menschlich. Das ist es nicht. Nicht sehr menschlich? Nein. Also, keine Ahnung, vielleicht drückt mich das auch extrem, das ist das Ding. Aber ich möchte, sag's mir ehrlich und bitte sei nicht jetzt irgendwie, dass du irgendwie lügst oder was weiß ich. Bitte sei ehrlich, okay? Sag mir ehrlich, bist du eine Wesenheit? Dann schau die Taschenlampe aus, ich will's wissen. Und hast du mich vorhin die ganze Zeit angelogen oder uns vorhin die ganze Zeit angelogen? Dann bitte sag's, bitte gib's zu. Und sag das, okay? Aber das ist nicht dein Freund. Ganz sicher nicht. Ist es auch nicht. Ich spür's gerade, aber irgendwas stimmt mit deiner Kamera gerade nicht. Nicht? Okay, was ist los? Wie? Deine Handykamera war wie so ein Zoom gerade hin. Achso, okay, na das ist einfach nur der Fokus. Das ist nur der Fokus. Okay. Ja. Darf ich jetzt mal ganz ehrlich sagen? Ja. Wenn du nichts Gutes möchtest, dann möchten wir dich bitten zu gehen und dich nicht an uns zu klammern oder zu heften. Wir wollen keine Bindung aufbauen. Keine Bindung. Weder wir noch unsere Familie. Darum bitten wir dich zu gehen, wenn du nichts Gutes möchtest. Bist. Bitte danke. Aber ich bitte dich trotzdem, mich und Derek und unsere Familie in Ruhe zu lassen, ja? Meine Teelichtflamme spielt gerade total verrückt und ich mache noch nicht mal was. Naja. Okay? Bitte respektiere es, okay? Danke. Also so ziemlich war es, okay? So ziemlich respektiert er das. Nicht ganz, aber so ziemlich, oder? So ziemlich. Bitte danke, okay? Probieren wir mal wirklich deinen Freund zu uns zu holen. Stell dir ihn vor. Stell dir ihn vor, wie er ausschaut. Und stell ihn da hin. Ganz grob. Hm? Ganz grob habe ich ihn noch in Erinnerung, das ist schon zu lange her. Ja genau, aber stell dir ihn einfach vor und stell ihn mehr oder weniger von deinen Gedanken her daher. Weil du projizierst dann mehr oder weniger seine Energie in meinen Raum, ne? Das kann das machen. Genau, direkt kannst du Fragen stellen, alles gut? Bist du gerade bei Nick? Wenn ja, brauchst du dir keine Angst machen, ich tue dir nichts, gell? Nur, dass du weißt, die Kamera tut dir auch nichts. Brauchst dir auch keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie Angst haben musst oder so. Alles gut. Und ja, kannst gerne mal probieren, die Taschenlampe rauszubekommen, die was da hinten ist, da. Die kannst du leicht ausschalten, wenn du drauf tippst oder neben tippst oder wie auch immer, und dann geht die aus, ja? Deswegen probieren wir die Taschenlampe auszuschalten, wenn du da bist, ja? Probier's mal. Weißt du noch, wer ich bin? Weißt du noch, was damals passiert ist? Sehen, was damals passiert ist.
Weißt du noch, welche Sportart du als letztes gemacht hast? Ich glaube, er ist nicht da. Doch, doch, das flackert extrem. Das flackert extrem. Deswegen sage ich zu dir, mach weiter. Weil er reagiert darauf, was du sagst. Ich gebe sie dir mal rein. Ist jetzt ein bisschen leichter. Wenn du darüber reden möchtest, dann schalt sie aus, die Taschenlampe. Und wenn du nicht darüber reden möchtest, dann lass sie ein. Okay? Okay, alles klar. Also willst du reden. Okay. Aber er ist ganz schön Energie gezogen von mir, vom Handy-Akku. Achso, echt? Okay. Was ist beim Handy-Akku passiert? Akkus. Akku ist leer. Alles klar wieder. Hast du es gesehen? Flackert. Das ist aber nicht dein Freund, oder? Nein. Nee. Single wow. Da. Der ist schon, ja. Aber wer bist du? Bist du eine Seele? Möchtest du reden? So? Bist du ein Bekannter von mir? Ich habe gerade deinen Namen gehört auf der Seite. Also es ist eher Derek, also du kommst von der Derek-Seite. Geil. Wieder. Ja. Ich glaube, das dürfte jetzt gehen. Ich hoffe schon. Kommst du vom Derek? Dann schau sie mal aus. Aber es war schon gut, ja? Schätze mal aus, komplett aus. Geht das? Du schaffst das. Du bist stark genug, das merke ich. Viel fehlt nicht mehr, viel fehlt nicht mehr. Wenn du darauf ja antworten möchtest, dann einfach ausschalten, ne? Oder zumindest sehr, sehr dimm machen. So dass man verstehen, dass du ja sagen möchtest. Okay, probier's mal. Spekulation jetzt gerade, okay. Hast du irgendeinen Arbeitskollegen gehabt oder so? Oder Kollegen von einem Sportteam oder so gehabt, der was halt gegangen ist oder so? Nicht, dass ich. Trotzdem danke. Super schwierig, Wahnsinn, ne? Eh nicht so viel passiert heute, ne? Alles klar.